So Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Serious Sam 2. Und schon wieder fängt der Part mit einer Sequenz an. Ich glaube, das ist jetzt immer so. Naja. Shaman Maskol Kwongo. I'll talk to him. Where is he? Shaman no here. Shaman prisoner. You rescue Shaman and Shaman help you. Tomorrow I take you. Schleim im Hals, das ist echt eklig. Es ist schon mittendrin im Sommer, mega geiles Wetter draußen und ich bin krank. Ist das nicht geil? Primitiv. Mensch. Ach, guck mal, wie süß. Anstatt sie anzugreifen. Ach, der Simba-Häuptling. Der Häuptling, meine ich. Schnell, Sam, halte die Invasion auf und beschütze den Simba-Häuptling. Wenn wir ihn verlieren, finden wir den Schaman nie. Denk auch an die Kinder. Die Primitiven werden keine Gefangenen machen. Sie werden wahrscheinlich von allen Seiten angreifen. Versuch also, eine möglichst große Fläche abzudecken. Die Simbas sind total verängstigt, erwarte also keine Hilfe. Aber wenn du ihnen zeigst, dass die Primitiven leicht zu schlagen sind, könnte ihr alter Kriegergeist wieder erwachen. Ja, das hoffen wir doch mal hier. Jetzt mal eine Waffe nehmen, die uns auf was bringt. So. Ja. Kriegen wir ein paar Hintern. In ein paar Hintern. Wir müssen den Typen hier beschützen, deswegen gleich mal bei ihm erstmal das erste. Ich habe gerade schon das erste Viech kommen sehen. Gott, wie ich sowas mit, wenn die von allen Seiten angreifen, dann weiß ich ja nie, wo ich gucken muss. Da ist noch einer gewesen. Hm. Ich sehe schon wieder ein Ogre kommen. Da ist gerade ein Vogel an mir vorbeigeflogen. Da ist ja noch einer. Oh Mensch, lässt du den... Boah, ja, balalala. Lässt du den Häuptling hier mal bitte in Ruhe? So geht das nicht weiter hier. Immer diese Ogre, die auf nix Acht geben. Und so. Ich muss eben den Häuptling gleich fetten. Boah, hallo Ogre. Lalalalala. What the fuck? Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Okay, ich muss sagen, das ist eindeutig schwerer als der erste Teil. Was so, auf jeden Fall sterben wir hier viel schneller. Ich glaube, ich bleib erstmal so in einem Häuschen. Bewachst du die Lage? Ich meine, die können sich auch selbst beschützen, oder nicht? So, vielleicht ein bisschen. Und wenn die hier nicht alle im Weg rumstehen würden, würde ich vielleicht auch mehr Platz haben zum Rumlaufen und mich vor Ogern verstecken und so. Wie ging das nochmal mit den Handgranaten denn hier? Ich habe das schon vergessen. Eindeutig so. Explodiert die auch irgendwann? Okay. Ich hasse Ogre. Jetzt sind die Ogre auf jeden Fall das Schlimmste im Spiel gewesen. Ah, schön. Haben wir es geschafft. Da kommen noch mehr Ogre und ich hole mir eben diese Heilung da. Denn ja, Heilung ist immer gut. Aua. Ich sehe da noch mehr Heilung. Und was ist das für ein Ogre? Das ist ein sehr schönes Haus. Eine sehr schöne Hütte. Sehr schön. Ah, das, du hast auch noch Energie für mich. Das ist sehr... Vielen Dank, das war sehr nett von dir, Madame. Ich habe übrigens auch so eine Blume für Haare, die Frau da, wow, die Frau da gerade in den Haaren hatte. Ja, ja. Ganz recht. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich keinen Plan habe, was ich noch erzählen soll. Während ich Ogre abknalle. Lass den Schaman in den Ruhe, böse. Da kommt noch einer. Gott, sind diese Ogre nervig. Ja, hallo. Welchen soll ich denn zuerst abknallen? Lalalalala. Ich glaube den. Ich glaube, ich sollte zuerst den hier abknallen. Mensch, den habe ich glatt übersehen. Was das? Nein, anscheinend nicht.
Yippie! Hat er gerade wirklich jemand Yippie gerufen? Und du hast du noch genug Energie? Scheint so. Ja, das scheint so. Da war noch einer. Schön. Und da kommt noch einer. Hallo. Ja, ich sehe irgendwie nichts mehr. Vielleicht bin... Das war's. Steht, ich bin blind oder es gibt wirklich nichts mehr. Hi. Das ist sehr nett von dir. Hi. Jetzt mach doch hin. Gott verdammt. Oh, wo war da Munition? Die habe ich schnell gesehen. Okay, was ist das für ein Viech? Sieht sehr... sehr wunderschön aus. Ein sehr wunderschönes... Ich werfe jetzt meine Handgranaten auf ihn, der kann mich sonst wo mal... Auf jeden Fall ist da gerade irgendein Viech auseinandergeflogen. Na guck, es ist bald tot. Walalalalala. Es ist tot. Oh mein Gott, was war das? Oh, Oga. Scheiße, Oga. Okay. Ersticken. So, Oga, was ist das bitte? Oh Mann. Alter, du kannst auch noch fliegen, ey. Boah, bist du cool. So, erstmal Energie. Da ist ja noch einer. So, hast du mich etwa verfolgt, mein Freund? Och Mensch. Oh, hallo Fernando, mein Freund. So sehen wir uns also wieder. Böser Oger. Ganz böser Oger. Dem Häuptling geht's gut. Alles sieht gut. Oh, war's das? Die freuen sich so, was das? Oh, Halleluja, es war's. Das war's. Hauptsache beim Spielen sieht man keine Oger mehr, alle verschwunden. In der, wie heißt denn das, Sequenz? In der Sequenz sieht man alle tot rumliegen. Toll. Das Baby ist das süß. Oh ja, jetzt feiern wir. Wir am Trinken. Wir beim Limbo spielen. Wir beim über Feuer springen, ja. Das sind nicht wir. Nein, das waren wir nicht. Ach, jetzt geht's weiter. Es ist ein schöner Tag geworden, toll. Boah. Thank you very much, Salus. But before go, we have present. Ein Geschenk. Ich mag Geschenke. I love presents. Ja, Sirius Sam mag auch Geschenke. Oder er liebt Geschenke. Wir kriegen einen Vogel. I see we'll get along just fine. Ja, der Vogel hat uns auf den Schuh geschissen. Das ist sehr reizend. Das war sehr, sehr reizend. Was? Das war es echt schon? Wirklich? Das war schon das Level? Ich dachte, jetzt kommt mega so... Weiß nicht. Ich dachte, das wird jetzt länger. Naja, ist ja auch okay. Dann ist das eben ein eher kürzerer Part. Okay. Ich hoffe, der Part, auch wenn er kurz war, hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ja, ihr könnt ja nächstes Mal wieder einschalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gern liken. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es entliken. Oder ihr ignoriert das Video ganz einfach. Ich meine, man muss sich nichts angucken, was man nicht mag. Ja, und ihr könnt mir gerne einen Kommentar schreiben. Zum Beispiel, was ich noch so spielen kann. Auch Indie-Horror-Games, ja. Ich sag das immer. In jedem Part bis jetzt. Und was ich euch immer noch gern wissen will, wenn ihr den dritten Part von Serious Sam, also das dritte Spiel meine ich, kennt und es mal gespielt habt oder so, würde ich mich freuen, wenn ihr schreiben könntet, wie ihr es so findet, weil ich es mir unbedingt kaufen will. Dann will ich das auch let's playen, weil ich habe immerhin den ersten, den zweiten jetzt. Deswegen,
ist das für mich ein Muss. Naja, okay, wir sehen uns dann beim nächsten Part von Let's Play Serious Sam Part 2.